Moin Moin, herzlich willkommen zu einem weiteren Video und heute erkläre ich, wann man Flaps 3 oder wann man Flaps Full nutzen sollte. Und um diese Frage zu beantworten, schauen wir uns zunächst einmal an, welche Vor- und Nachteile das jeweilige Flaps-Setting haben. Einer der größten Vorteile von Config 3 ist eine Treibstoffersparnis von ca. 20 bis 30 kg pro Anflug. Und das liegt an der Landeklappenstellung von gerade mal 20 Grad bei Position 3, während man bei der Position Full tatsächlich einen Landeklappenwinkel von 35 Grad hat. Hier sehen wir den Unterschied zwischen Flaps 3 bei 20 Grad und hier dann bei Flaps Full mit 35 Grad. Der erhöhte Widerstand führt natürlich zu einem erhöhten Spritverbrauch und dementsprechend ist Config 3 hier deutlich besser. Ein niedrigerer Widerstand bedeutet natürlich auch einen besseren Steigwinkel für den Go-Around und eine bessere Performance im Falle einer Windshear. Selbsterklärend ist natürlich die Tatsache, dass weniger Lärm produziert wird, da die Triebwerke nicht ganz so viel Schub liefern müssen und dementsprechend auch die Drehzahl der Triebwerke niedriger ist. Kommen wir zu den Nachteilen von Config 3. Und hier fällt natürlich sofort auf, dass der Auftrieb bei Config 3 niedriger ist als verglichen mit Config Full. Und dementsprechend ist die Anfluggeschwindigkeit höher, was auch wiederum zu einer längeren benötigten Landedistanz führt. Hier ein Beispiel dazu. Bei 59 Tonnen ungefähr haben wir einen Unterschied von knapp 5 Knoten zwischen Config 3 und Config Full. Die höhere Anfluggeschwindigkeit bedeutet dann, dass die kinetische Energie entweder durch die Bremsen oder durch Umkehrschub ausgeglichen werden muss. Und das erhöht natürlich wieder den Verschleiß dieser Bauteile. Dabei nimmt man natürlich an, dass die Landebahndistanz nicht allzu groß ist, also man diese kinetische Energie relativ zügig abbauen muss. Eine Config 3 Landung hat auch einen höheren Anstellwinkel zur Folge und dementsprechend gibt es weniger Puffer bezüglich Tailstrike. Aber das betrifft natürlich eher den 321 als den A320. Hier haben wir mal kurz einen Vergleich zwischen Config Full bei knapp 2,5 bis 3 Grad Anstellwinkel. 1000. Wenn wir uns dazu Config 3 anschauen, dort haben wir in etwa einen Anstellwinkel zwischen 4 bis 5 Grad. Und dort haben wir auch schon einen Vorteil von Klappen Voll. Ich nehme das mal vorweg. Bei schlechter Sicht ist eine niedrigere Pitch natürlich vorteilhaft, da man dann eventuell früher die Landebahnlichter oder die Landebahn sehen kann. Also man steiler an der Flugzeugnase entlang nach unten schauen kann. Wir hatten ja schon erwähnt, dass Config 3 weniger Widerstand produziert und dementsprechend ist es schwieriger, die Geschwindigkeit bei einem steileren als 3 Grad Leitwinkel zu halten oder wenn man Rückenwind hat. Die Drehzahl der Triebwerke ist bei Klappen 3 sowieso schon niedriger. Wenn man dann noch ein bisschen zu schnell wird im Anflug, dann muss man den Schub schon deutlich reduzieren, um die Geschwindigkeit wieder einzufangen. Also Piloten reden davon, dass die Geschwindigkeitsstabilität bei Config 3 schlechter ist. Die Vor- und Nachteile bei Config Full sind natürlich umgekehrt zu denen verglichen mit Config 3. Deshalb gehe ich jetzt hier nicht nochmal im Einzelnen drauf ein. Was man abschließend sagen kann, ist, dass Config 3 im Prinzip die bevorzugte Anflugskonfiguration ist. Piloten stellen sich also immer die Frage, was spricht gerade gegen eine Config 3 Landung? Das setzt natürlich voraus, dass die zu benötigte Landedistanz ausreichend ist für beide Konfigurationen. Ist dies der Fall, kann man diese Vor- und Nachteile abwägen und dann sich für oder gegen eine Config 3 Landung entscheiden. Damit sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Sollten noch Fragen offen sein, dann könnt ihr diese gerne unten im Feld der Kommentare an mich stellen. Wie immer vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. An dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle Mitglieder meines Kanals und an die finanzielle Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Happy Landings.